So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Heretic Mod. Und da ich aktuell gerade ziemlich Lust auf den Greed Mode habe, gibt's jetzt wieder eine Folge Greed Mode. Ganz simpel. Mag vielleicht dem einen oder anderen nicht passen, aber wenn ich gerade tatsächlich mal Bock auf Greed Mode habe, dann will ich das auch nutzen. Und da wir im letzten Part Wer erinnert sich noch an den letzten Part? Genau, wir haben Edens Blessing eingesammelt und bekommen jetzt deswegen wundervolle Items, die mir irgendwie recht wenig bringen. Yay. Aber wir haben immerhin Saurons Knüppel. Juhu. Das da. War jetzt irgendwie nicht sonderlich schwer. Was haben wir denn hier zu kaufen? Oh, ein All Stats Up. Ganz viele Seelenherzen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gucken wir nochmal hier rein. Kriegen eine Mimik, glaube ich. Du bist kein Mimik. Kein Mimik. Gut, was ist das? Eine Larger-Pille. Schön. Und ein Range-Up. Das Range-Up finde ich gut. Und auf geht's. Das dürfte ein bisschen lästig werden, weil unser Schaden recht gering ist. Wir sind nur dann wirklich stark im Angriff, wenn wir die Taste, also ein bisschen stabben halt. Das Übliche. Nichts Besonderes. Oha. Huch. Da stand der Gegner auf einmal in mir drin. Das war unerwartet. Also ich finde es zumindest unerwartet, auf einmal Dinge in mir drin stehen. Führt meistens auch zu einem Unfall. Je nachdem welcher Art. Und was für ein Mensch da gerade in einem steht. Und vor allem wer da in wem steht letztendlich. Stirb. Momente. Ah, da ist noch... Ah, da ist noch wer. Au. Führen wir jetzt den letzten Part hier fort, dass ich da so häufig getroffen wurde? Nee, zum Glück nicht. So, erstmal das ganze Zeug hier einsammeln. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns den Schlüssel und gucken da mal rein. Zack. Und rein da. Ugh. Ein Cube of Meat für uns. Dann werde ich mir wahrscheinlich das hier holen. Da ist noch ein Cube of Meat. Oh, schade, werden wir uns wahrscheinlich nicht holen können. Das ist doch mal ein angenehmer Boss. Gerade für diese Waffe. Für Saurons Knüppel. Ein super angenehmer Boss. Oh, das ist auch sehr angenehm. Au. Nein. So. Dann das hier. Sehr schön. Und dann gehen wir mal zum Boss. Beziehungsweise zu Satan. Nicht Satan, das ist was anderes. Sondern zu Satan. Der bestimmt total ein tolles Angebot für uns hat. Und weh, da ist nichts drinne. Gimpi. Natame. Wir sind so gut wie tot, weil ich das jetzt gemacht habe. Aber ich habe das getan. Yay. Wir kaufen uns mal keinen Schlüssel. Den gibt es auf der nächsten Ebene nämlich auch. So, weiter geht's. Ob das so eine gute Idee war? Boah, mit einer geringen Reichweite. Weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie Saurons Knüppel loswerden könnte, weil damit ich die Tierrate auch irgendwie nutzen kann. Ich meine, wir haben Säumel. Ich befürchte, dass es nicht funktioniert. Oh, das ist gar nicht mal so. Doch, ich nehme das hier ganz klar. All Stats up. Cool. Ach, wir haben keinen Schlüssel. Aber wir sind schneller geworden. Das ist schon mal gut. Schlüssel, 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 Schlüssel. Ganz viele Häufchen haben wir hier. Und ein bisschen Geld, okay. Und wir haben wieder ein Herzchen, was wir dann gleich wieder ausgeben könnten. Es sieht aus, als hätte ich eine Krone auf gerade. So eine riesige Dornenkrone. Das, also so eine Stachelkrone. Das sieht irgendwie komisch aus. Wir nehmen das mit. Und sagen mal, los geht's. Ja, noch machen wir echt wenig Schaden. Also verhältnismäßig. Au. Im Gegensatz zu dem, was das sonst an Schaden macht, der Knüppel, ist das recht wenig. Wow. Nee, 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 nee. So nicht. Wir haben aber eine ziemlich enorme Reichweite teilweise, wenn wir es richtig aufladen. Natürlich liegt das an Säumilk. Wow. Ist mir irgendwie schon bewusst, aber trotzdem. Hi. Boah, ich kann fliegen. Das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Das ist voll gut. Bin so froh, dass ich fliegen kann. So, wollen wir hier irgendwas... Nee. Nö, eigentlich ja nicht.
Also bei dem Angebot will ich nichts haben. So traurig es sein mag. Aber das waren voll die schlechten Items. Oh, die Karen Queen. Schön. Hm, ja. Wow, Karen Queen. Ich hasse die Karen Queen. Nein. Geh bloß weg. Irgendwo ist doch so ein komisches Herz da. Tschüss. Nächste Ebene, beziehungsweise nächster Kampf. Ragman, der gute Ragman. Und ist besiegt. Wunderbar. Devil Deal. Oh, verlockend. Verlockend, beziehungsweise ist es nicht nur verlockend, das muss ich machen. Damage und Tears Up. Tears Up bringt mir richtig wenig, aber das bisschen Damage Plus nehme ich gerne mit. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nö, wir können die Feuer mal kurz ausmachen. Wir können jetzt auch in den Raum hier reinschauen, recht gefahrlos. Kriege ich jetzt Herzchen dazu? Ja, oder? Drei Stück, zwei Stück? Ja, genau! Richtig gut! War hier sonst noch irgendwas? Nein. Gut, dann würde ich mal sagen, auf in die nächste Ebene. Habe ich den Seed eigentlich schon gezeigt? Nee, habe ich nicht. Huch, vergessen. Da, der Seed. Hurra. Das sieht einigermaßen vielversprechend aus. Jetzt müssen wir nur noch ein paar gute Items kriegen. Chamber. Was haben wir hier? Ah, schwierig. Damage Up oder Leben? Das ist gar nicht mal so einfach. Aber dass diese Dinger da sind, macht das Ganze auch nicht einfacher. Der Flat Penny für Schlüssel. Wäre gar nicht so blöd, oder? Dann bräuchte ich mir keine mehr kaufen. Wir nehmen mal den Flat Penny mit. Ach, dann fange ich jetzt eigentlich direkt an. Ja, doch. Und schon erfüllt der Flat Penny seine Aufgabe. Wow, da hat mich der Cube of Meat gerettet. Oh ja, der Flat Penny ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Hoppala. Irgendwas ist da hinten, was ich nicht sehe. Ah ja, wow. Hi. Oh nein. Irgendwo da oben ist auch noch einer. Ich sehe ihn nämlich. Hier. Ich kann auf die Totenköpfe fliegen. Das ist mein großer Vorteil gerade. Ja, kann's nicht. Das klappt echt gut. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich diese wunderschöne Waffe habe. Und das war's auch schon wieder so gut wie. Dann schauen wir mal hier rein und wir kriegen... nee. Das ist wichtig, was ich davon nicht mit, was davon nicht mitnehme? Nee, oder? Nehmen wir das mit. Ich würde so gerne das Damage Upgrade mitnehmen, aber ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Und sonst gibt es ja auch nichts zu kaufen. Das ist alles so. Nö. Der Rest ist echt mies. Nächster Kampf. Wow, 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 wow. Bitte nicht durch die Gegend springen. Das kann ich nicht gebrauchen gerade. Okay, den einen haben wir. Der da wehrt sich noch ein bisschen. Und das finde ich jetzt auch nicht gerade toll. Komm her. So. Wunderbar. Keine... Ah, oh, ich bin genau reingelatscht. Keine Mahn mehr. Oh, Brownie. Yay, Brownie. Ich hasse dich. Wow. Gut, dass er weg ist. So. Jetzt holen wir uns einfach mal das hier. In der Hoffnung, dass wir einen gleichen Devil Deal kriegen. Kann ja gut passieren. Ich meine, ich muss nicht. Oh nein. Bitte zieh mir nicht allzu viel Leben ab. Die brauche ich. Wow. Brauche ich noch. Danke. Autsch. Autsch. Gleich zweimal getroffen worden. Gut. Bin gerade sehr froh, dass ich das Herzchen genommen habe. Ansonsten hätte ich, glaube ich, gleich keine Leben mehr nach dem Devil Deal. Oh, 10 Herz. Dankeschön. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. 2 gab die Items. Könnten 2 Guppy-Items kriegen. Komm, wir nehmen das hier mit. Und das hier.
auch wenn mir das recht wenig bringt. Und dann werde ich mich mal kurz trauen und hier reingehen. Bomben. Leg eine genau hier hin. Lege eine Karte mit Luftharz. Verdammt. Brauchen wir hier noch irgendwas? Ich sprenge mal die Kiste. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drin. Neue Bombe. Okay, hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir dringend in die nächste Ebene. Nee, 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 nee. Puh, das war knapp. Wollten noch nicht sterben. Noch nicht. Später vielleicht, aber noch nicht. Auf der letzten Ebene habe ich da nichts gegen. So, was haben wir hier? Aha, Mist. Was haben wir hier? HP down und Evil up. Okay. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Damage up, auch wenn es nicht so wirklich was bringt. Und jetzt kriegen wir endlich mal vernünftige Items. Okay, okay, okay. Ist hier markierter Stein? Nö, aber hier ist so ein schöner Schalter, den ich mal drücken werde. Ich krieg ein Herzchen. Okay, wir sind auf der Kassum-Ebene. Ich weiß leider gerade nicht, welche das ist. Und aufgepasst, ich habe nicht. Aha, da haben wir erstmal den Raum entdeckt. Da gucke ich doch glatt mal rein. Ich springe mich erst hier durch. Algis und Degas. Das nutzen wir mal und das nehmen wir mit. Was ist das? Maler und Speed. Okay, damit kann ich leben. Dann. Was ist da drin? Oh, der D6. Der D6. Einsetzen. Hat sich gelohnt, glaube ich. Ja. Da haben wir den D6. Okay, kurz überlegen. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Waren hier Items drin, die ich nicht mitgenommen habe? Nein. Gut. Dann würde ich mal sagen, go. Das ist ein sehr angenehmer Start. Und auch ein recht kurzer Countdown. Jetzt geh mal weg hier. Dankeschön. Was haben wir so eine riesen Reichweite auf einmal? Habe ich in irgendein Item eingesammelt, was dafür gesorgt hat? Boah, Algis macht so wenig Schaden aktuell. Ach, nee, nicht die schon wieder. Ich hasse diese Viecher. Ey, jetzt aber Schluss hier. Wow. Okay, der eine ist zumindest weg. Haben wir den einen? Ja, wir haben sogar alle. Wunderschön. Oh. Hi. Was ist da unten jetzt erschienen? Nein, 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 nein. Ich würde ja sagen, das war knapp. Und es war knapp, scheinbar. Wenigstens brauche ich mir echt keine Sorgen um die Schlüssel machen. Das ist wirklich schön. So, dann kaufen wir uns von Jesus Juice Damage und Range ab. Die Raw Liver. Ja, ja, die nehmen wir auch mit. So, dann schnappen wir uns gleich nach dem nächsten Kampf. In die 6. Klingt gut. Klingt echt gut. Ist da noch irgendwas? Nö. Kein Laser mehr hier. So, und dann haben wir gleich unseren D6. Ich weiß nicht, ob der uns auch Hallöchen so viel bringt. Ah, wir haben ihn. Boah, machen wir wenig Schaden. Das ist echt schlimm, dass wir so wenig Schaden machen. Wow, das hat gut Schaden gemacht. Warum auch immer. Warum hat das so viel Schaden gemacht? Ich habe echt keine Ahnung. Ich verstehe es nicht so ganz. Komm mal raus. Ja. Okay. Dann der D6. Einmal für uns. Und jetzt müssen wir gut überlegen. Wir gehen erst zum Devil Deal. Ja, erst zum Devil Deal. Hallo? Ah, natürlich. Zwei davon. Weil einer ja nicht schon nervig genug war. Oh, das war gut. Das hat den Kampf dezent verkürzt. Ja, 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 komm her. Komm, 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 komm. Sehr schön. Jetzt sind sie beide fast besiegt. Das ist gut. Der ist besiegt.
Und der auch, David Deal. Ja. Wir kaufen beides. Und legen es dann weg. Oh, und jetzt rerollen wir. Ach, das war jetzt nicht so gut. Schade. Schade, schade. Nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Den Rest brauchen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Nächste Ebene. Ich glaube, das ist sogar die vorletzte Ebene. Ja. Beziehungsweise die vorvorletzte Ebene. Aber halt die vorletzte, auf der wir was kaufen können. Bedeutet, wir müssen jetzt wirklich langsam mal ein bisschen darauf achten, was wir mitnehmen. Das Trinket. Rubber Cement bringt doch gar nichts. Ganz klar. Brauche ich gar nicht überlegen. Oh, der Schaden hat sich so massiv erhöht jetzt. Wow, das ist ein tündloser Raum gewesen. Was haben wir hier? Den D4. Dann haben wir noch massenhaft Häufchen und den Gürtel. Kein gutes Angebot. Aber Bomben gibt es noch. Ray. Bomben können mir gerne stohlen bleiben. So dringend brauche ich nicht. Was ist das? Smaller Pill. Und Helfer. Das Health-Up finde ich eigentlich sogar ganz nett. Das ist gut. Ein Devil Deal. Hier war nichts mehr hier, genau. Rubber Cement? Bringt mir Rubber Cement bei dem Messer irgendwas? Einmal saurens Knüppel mit Rubber Cement? Bringt mir überhaupt nichts. Und Tier Raid brauche ich nicht. Speed Up, Size Down. Und Amnesia. Cool, bringt mir auch recht wenig. Egal, auf geht's. Ganz viele Münzen für mich. Ist da unten irgendwas, was Münz produziert, genau. Quatsch. Was Gegner produziert, aber glücklicherweise nicht. Hallo, ihr lieben Geister, ich hab euch so unglaublich gern. Oh, Cricket's Head ist so gut. Das war knapp. Wieder sieht man irgendwie auch ziemlich selten, oder? Zumindest habe ich das Gefühl, als würden die häufig irgendwie auftauchen. Aua. Aua. Jetzt reicht's mal so langsam, okay? Habe ich den einen besiegt? Ich habe den scheinbar besiegt. Irgendwie habe ich den besiegt. Jeder muss mal kurz weg. Irgendwie habe ich die anderen besiegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich hätte den D6 vielleicht direkt mal einsetzen sollen. Huch. So. Au. Die blöden Mistviecher. Au. So. Ein bisschen Zeug für uns. Dann gucken wir gleich mal, was da noch im Shop war. Und ob wir das mit dem D6 vielleicht rerollen wollen. Weil. Nee. Den D6 brauche ich ja für den Devil Deal. Von daher keine Chance, dass ich den D6 vorher einsetze. Habe ich ihn echt getötet? Machen wir so viel Schaden? Wir scheinen abartig viel Schaden zu machen. Wow. Das war knapp. Na komm. Wir machen wirklich gut Schaden jetzt. Okay, wir haben vorher schon einigermaßen viel Schaden gemacht. Aber jetzt ist es wirklich gut. Das ist verdammt gut. Ja, Reroll. Okay, zumindest ein Damage ab. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die nächste Ebene. Ja, es spricht zumindest alles dafür. Wir haben noch eine Bombe, die werden wir wahrscheinlich auf der nächsten Ebene benutzen. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Boah, wir machen wirklich gut Schaden. Oh, cool. The Shop. Letzte Ebene. Und hier gibt's die Blank Card. Interessant. Okay, was haben wir hier? Kiste mit einer Bombe. Gut. Aber ich muss ehrlich zugeben, so dringend will ich die Blank Card jetzt nicht haben. Ich überlege gerade, ob ich sie trotzdem kaufen soll. Gib her. Im Zweifelsfall kann ich sie rerollen. Dann würde ich mal sagen, reroll, weil die restlichen Items hier sind ziemlicher...
Blödsinn gewesen. So, wir können jetzt natürlich hoffen, dass wir hier hinten eine gute Karte kriegen. Was ist du? Two of Diamonds. Es ist Two of Diamonds. Ich würde mal sagen, wir machen das. Tada! Oh, ich rieche den Game Break. Ist hier eine Batterie zufällig im Angebot? Nein, aber wir haben das Ding hier links. Das könnte uns auch noch helfen. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Ich rieche das Geld schon förmlich. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. Wir sind jetzt schon angenehm stark. Und das wird dann gleich nochmal vollkommen ins Unermessliche getrieben wahrscheinlich. Mit ein bisschen Glück. Vorausgesetzt, wir kriegen eine Batterie. Wenn wir keine Batterie kriegen, gibt's das halt nicht. Ich hätte warten sollen mit dem Einsatz, oder? Wobei? Nee? Ich glaube, das war richtig. Ach, ist das gut? Vor allem kriegen wir auch massenhaft Schlüssel. Ich weiß ja nicht, was mit Schlüsseln soll, aber... Wir kriegen richtig viele Schlüssel. So. Ganz viel Geld. Dann kaufen wir jetzt... Das da. Zwei Trinkets. Ich krieg keine Trinkets mehr. Wir müssen gut überlegen, was wir machen. Wir dürfen jetzt eigentlich keinen Fehler machen. Vor allem darf ich eigentlich nicht so viele Items kaufen. Ich probiere mein Glück. Kartendeck. Kaufen wir das Kartendeck. Ja. Chaos, was bist du? The Hierophant. Das ist gar nicht mal so übel, aber wir müssen erstmal das hier machen. Of Diamonds. So, Chaos ist Pflicht. Echt. Was bist du? Nochmal Two of Diamonds. Jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's lächerlich. Dann kaufe ich auch BFF. Und rerolle jetzt einfach mal. Komm schon, gib mir ein gutes Item. Ich brauche eine Batterie. Keine Batterie. Gib mir eine Batterie. Nein, es ist kaputt und keine Batterie. Oh nein. Es ist kaputt. Kaputt. Oh nee. Wir kaufen aber mal ihn hier. Two of Diamonds. Setzen das auch mal ein. Es ist nämlich weg. Ah, oh, wie doof. Keine Batterie. Ah. Okay, wir machen das erstmal. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir kaufen das. Das hilft mir zumindest gleich noch. Und dann kaufen wir noch. Ist eigentlich egal. Gib mir nicht so viele Bücher. Gib mir was anderes. Hier. Oh, The Mind. Ja, okay. Jetzt können wir, glaube ich, auch mal anfangen. Können wir anfangen? Sollte ich jetzt anfangen? Nee, sollte ich nicht. Ich sollte jetzt kaufen. The Cop Not The Mind. Gabby's Head. Wird gleich gekauft. Kauf uns gleich Gabby's Head. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Okay, besiegt. Auch besiegt. Wunderbar. Stain kann mal kurz weg hier. Will ich ihn nicht wieder sehen. Wo ist der andere? Da hinten. Kann auch weg. Oh, das ist doch blöd. Das ist so doof. Und ich krieg nicht mehr genug Aufladung. Dein Ernst? Doch, ich krieg genug Aufladung. Okay. Ich krieg genug Aufladung. Und ich komme nicht in den Geheimraum, weil ich die letzte Bombe verschwendet habe. Gut überlegen. Wir können einmal die Blank Card einsetzen, kriegen zweimal den Two of Diamonds Effekt und einmal können wir die Two of Diamonds Card einsetzen. Bedeutet, das machen wir jetzt am besten wie folgt. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen The Stain. Zweimal.
Aua. Irgendwie treffe ich den da hinten scheinbar und es hat funktioniert. Und das Dane ist besiegt. Und dann schauen wir gleich mal, was im Devil Deal so vor sich geht. Nicht so ganz Krampus. Das ist nicht so ganz Krampus. Sehe ich hier Jera? Earthrow? Dagas. Gut. Das brauchen wir nicht und das nehme ich mit. Zum Reroll. Jetzt haben wir Two of Diamonds und Earthrow. Hier liegen 9 Münzen. Bedeutet, wir kommen auf 48. Das passt perfekt. So. Kann ich ein Item kaufen? Bedenkenlos. Und zwar das hier. Wir kriegen die Guppy-Form. Yeah. Guppy. Dann werde ich jetzt Two of Diamonds einsetzen. Diamonds. Mir ist es eigentlich egal. Was ist das nochmal? Ja, Algis, genau. Algis. Ist hier eine Bombe? Nein. Keine Bombe. Gut, dann ist es egal, was ich kaufe. Ich kaufe das da. Die Lampe. Ja, ja, auf die Lampe. Ach, das ist alles ein bisschen heller jetzt. Das ist besser für die Aufnahme. Ihr seht mehr. Die tote Taube. Ja, gut, komm, die tote Taube. Was? Zweimal das Buch? Okay, dann nehmen wir zweimal das Buch. Meinetwegen. Ich muss jetzt eigentlich den Two of Diamonds Effekt triggern. Ja, komm, Two of Diamonds. Dann kaufen wir das Buch. Da haben wir noch die Maske, die nehme ich mit. Noch ein Guppy-Item. Ich könnte die Blankcards eigentlich mal weglegen, oder? Ja, wir legen die Blankcards mal kurz weg. Will ich jetzt rerollen? Ne, wir kaufen erstmal das Buch. Und jetzt rerollen wir, weil die Items sinnlos sind. Weil die Items, die da sind, brauche ich nicht. Ich kann nicht rerollen, weil das Item nicht aufgeladen ist. Aber ich habe Earthrow, das ist gut. Earthrow. Aha. Oh, ich sehe eine Möglichkeit zum Rerollen. Schade, jetzt sieht die Blankcard jetzt nicht mehr ab. Jetzt könnte ich sie noch einsetzen, aber ich habe auch keine Two of Diamonds Karte mehr. Gut, das kann man nicht wissen. Passiert, schade, aber was soll's. Gut, Guppy's Collar. Das Necronomicon. Torn Photo. Dark Matter und Bob's Brain. Was kriegen wir hier noch raus? Roid Rage, nochmal Breakfast. Nein. Die restlichen Münzen behalte ich einfach und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die nächste Ebene. Wir sind verdammt stark geworden. Okay, Guppy bringt jetzt uns nicht so viel, aber Curse of the Unknown, natürlich. Oh. Stimmt, wir haben ja auch noch Best Friends Forever. Stimmt, ja, da war ja was. Bitteschön. Schade, ich dachte, kriege ich vielleicht ein paar Münzen raus. Na gut. Auf zu Ultra Greed. Hi. Ist ziemlich hell hier drin. Hat jemand das Licht angelassen? Ah, ja, das war ja ich. Hahaha. Witzig. Nicht. Ich hab sogar gerade das Bedürfnis. Hier, komm, Algis. Aha. Was machst du da die ganze Zeit? Ich weiß nicht mal, wo mein das Messer gerade ist hier. Ultra Greed, hör auf, du am Rad zu drehen hier. Ich weiß ja nicht mal, wann mein Angriff zu Ende ist. Also, wann die Algis-Karte aufhört. Rune. Okay, es blinkt. Das heißt, jetzt ist es vorbei. Hui, das wird jetzt... Au. Das wird lustig. Au. Hör mal auf. Und lass mein Geld in Ruhe. Er sollte eigentlich nicht so schwer zu besiegen sein. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, natürlich. Und er nicht immer seine Herzen sofort kriegen würde. Hör mal auf damit hier. Nee, nee, nee. Okay, jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Meins. Aha, ich hab ihm das Geld geklaut. Ich hab ihm das Geld geklaut. Huch, bisschen voll hier drin, oder?
Das waren ganz schön viele von diesen Explosionsmünzen, fand ich. Ich glaube, er merkt, dass es keinen Sinn hat, seine Begleiter zu beschwören, deswegen lässt das sein. Kommt mir zumindest so vor. Das will ich nicht. Hör auf. Er ist ganz schön tiefrot. Ich weiß nicht mehr genau, was das heißt, wenn das so der Fall ist. Aber ich glaube, das ist schlecht. Das heißt, dass er irgendwie stärker ist oder so. Oder mehr aushält oder Damage-Resistenz, was weiß ich denn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er besiegt. Und zu Gold erstarrt. Oh. Wow, eine Münze in den Automat rein und der Automat ist kaputt, weil ich das schon so häufig mit diesem Charakter im Original Afterbirth gemacht habe. Klasse. Naja, was soll's. Ab in die Kiste. Part beendet. Also, ja, Run beendet und damit ist jetzt auch der Part beendet. War letztendlich gar nicht mal so schlecht. Schade, dass wir am Ende keine Batterie gekriegt haben, weil dann hätten wir den gesamten Shop leer gekauft. Und garantiert wieder den Megablast irgendwann bekommen, aber gut. Man kann nicht alles haben. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part The Binding of Isaac Heretic Mod. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.